Herzlich willkommen zum Signio-Tutorial. Hier erklären wir dir Schritt für Schritt, welche Funktion der Tools-Bereich bietet. Wenn du die Größe deines Motivs ändern möchtest, klicke auf den Slider und ziehe ihn bei gedrückter Maustaste nach links zum Verkleinern oder nach rechts zum Vergrößern. Du kannst aber auch einen festen Zahlenwert eingeben. Du kannst dein Motiv um 360 Grad drehen. Klicke dazu auf den Reiter und ziehe ihn bei gedrückter Maustaste nach rechts, bis dein Motiv die gewünschte Drehung hat. Um dein Motiv genau zu positionieren, kannst du die Ausrichten-Funktion benutzen. Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn du ein Motiv oder Text genau in der Mitte oder an den Seitenrändern positionieren möchtest. Wenn sich zwei Motive überlagern sollten, kannst du über die Ebenenfunktion das vordere Objekt in den Hintergrund verschieben und so das andere Motiv wieder besser greifen. Mit dem Papierkorb löschst du das aktuell ausgewählte Motiv. Über den Button Neu wird die gesamte Gravurfläche zurückgesetzt. Und jetzt viel Spaß beim Gestalten! Für weitere Tipps schau dir unsere anderen Tutorials an und erfahre, wie man Bilder, Motive und Text zum Gestalten verwenden kann.